Hier, Arthur. Nimm. So. Danke. Bitte schön. Komm, Arthur, sei nett. Wir wollen gehen. Weißt du, ich fühle mich nicht gut. Sollen wir vielleicht ein paar Tage hier bleiben, Rose? Nein, im Gegenteil. New York ist nicht gut für uns. Arthur, bitte, komm jetzt. Hier spüre ich feindliche Strömungen gegen uns. Vielleicht Erdstrahlen. Wahrscheinlich aber sind es Strahlungen, die von Menschen ausgehen. Komm, Arthur, bitte. New York ist schlecht für uns. Komm, wir wollen ins Flugzeug. Da sind wir geborgen. Da können uns die Strahlung nichts anhaben. Das war ein schöner Flug, nicht wahr, Arthur? Ja, Oma. Beinahe zu ruhig. Der Käpt'n könnte ruhig mal durch Turbulenzen durchfliegen. Das ist doch richtig belebend. Eine gute Reise. Kann ich noch was für Sie tun, Mrs. Peters? Danke, es ist alles in Ordnung. Unseren Extrabus bekommen wir doch. Ja, selbstverständlich. Arthur, suchst du etwas? Ich hab ihn, da. Oh, der Springer, endlich. Wir haben ihn vor 3 oder 4 Flügen in der Maschine verloren. Woher wusstest du, dass es diese Maschine sei? Ich sehe mir vor dem Ansteigen nur das Callsign an. Du bist ja ein richtiger Fachmann. Komm. Du, was ist das für ein Medaillon? Kein Medaillon, ein Amulett. Ist das ein Davidstern? Ein Davidstern hat 6 Zacken, Miss Lindhorst. Das ist ein Drudenfuß. Ein was? Ein Drudenfuß. Er schützt gegen Druden. Druden? Druden sind Geister. Ein Pentagramm ist ein magisches Zeichen. Da ist man sicher vor ihnen. Man kann auch Drudensteine nehmen. Das sind im Wasser geschliffene Steine mit natürlichem Loch. Aber ich halte den Drudenfuß für sicherer. Arthur, möchtest du nicht Captain Zeunert noch auf Wiedersehen sagen? Natürlich, Rose. Wartest du auf mich? Selbstverständlich. So, bitte, Mrs. Peters. Emergency lights and seatbelt signs. Off. Logo, nav and external lights. Off. INS. Off. Hallo. 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 Grüß dich, Arthur. Das nächste Mal nehme ich dich als Co-Pilot mit, okay? Also morgen? Morgen? Wir haben jetzt 3 Tage frei. Aha. Außerdem musst du erstmal mit den Füßen bis zu den Seitenruderpedalen runterkommen. Das viele Reisen, das muss doch sehr anstrengend für Sie sein. Es hilft nichts, Miss Lindhorst. Es muss sein. Arthurs Vater ist ein hoher Beamter bei der UNESCO. Immer zwischen Europa und den USA unterwegs. Arthur soll so oft wie möglich bei ihm sein. Der Junge hängt an seinem Vater. Fliegen Sie nächste Woche die Strecke wieder? Ja, nächsten Dienstag. Da fliegen wir sicher zusammen, aber ich muss jetzt gehen. Bye. Auf bald, Arthur. Tschüss. Bye, Arthur. Ziemlich viel unterwegs, die beiden. Die habe ich schon mindestens 15 Mal an Bord gehabt in den letzten paar Wochen. Continue checklist. Both pumps. Off. Water drained well. Closed. Reserve tank transfer valves. Closed. Flight recorder. Off. Multiplex CBS. Hold. Shocks. In position. Parking brake. Off. 2 Plätze auf der 404. Und wieder First Class? Natürlich. Und der Rückflug? Den lassen wir noch offen. Auf die Namen Rose Peters und Arthur W. Peters. Ja, das geht in Ordnung. Ich darf mit Scheck zahlen? Natürlich, wie immer, das macht. Ich weiß. Dass Sie das aushalten, dauernd unterwegs. Ich bin erst 71. Sehe ich alt aus?
Nein, aber dauernd über dem Atlantik? Also mich würde das krank machen. Im Gegenteil. Nur die Erde ist wackelig, unruhig. Oben ist alles in Ordnung, ruhig und sicher. So kann man es natürlich auch sehen. Es ist so. Ich habe einmal gelesen, dass man Flugzeuge auch in der Luft nachtanken kann. Also nur noch oben bleiben. Das wäre etwas. Aber Sie fliegen doch nicht zum Vergnügen so oft hin und her. Ein Vergnügen ist es schon, aber außerdem muss es sein. Arthurs Vater ist Pianist. Beethoven vor allem, wissen Sie? Wir folgen ihm zu seinen Engagements. Der Junge hängt sehr an seinem Vater. Hier. Danke. So, hier sind Ihre Tickets. Hinflug morgen auf der 404, der Rückflug ist offen. Wann werden Sie wieder mal bei uns in Frankfurt sein? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich übermorgen. Danke, Freunde. Arthur! Das war wieder unsere Düsenoma. Mhm. Vorhin ist sie angekommen, in einer Stunde fliegt sie. Ja, das ist für Sie. In einer Stunde fliegt sie wieder rüber. Die kommt öfter über den Atlantik als unsere Besatzung. Also ich kann mir nicht helfen, mit der stimmt doch was nicht. Die Schecks waren immer in Ordnung, wir haben keinen Grund, sie nicht anzunehmen. Das meine ich nicht, aber der Reisegrund. Der Vater soll Pianist sein und hier und drüben Konzerte geben. Na, sehen Sie. Warum fliegen Sie dann nicht zusammen mit dem Vater? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch nicht unser Problem, wenn es Ihnen Spaß macht. Hallo? Absperrung Amerikas von Europa hat der Zweite Weltkrieg beträchtlich zur Verstärkung der interamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen beigetragen. Eine Nachspeise bitte. Ja, okay. Die bedeutsamste Tatsache ist die Investierung von US-Kapital während des Krieges sowohl in Kanada sowie auch in Lateinamerika. Noch etwas? Nein, nein, danke. Das genügt für heute. Nachher werden wir es ins Englische übersetzen. Zweisprachig bist du besser dran. Was möchten Sie bitte? Oh, ich möchte Kirschen und für den Kleinen eine Nachspeise bitte. Ja, gern. Sprachen verleihen Überlegenheit. Bitte schön. Danke. Vernachlässige keine von beiden, wenn du vielleicht später einmal ganz in Europa oder ganz in den Staaten lebst. Danke. Gern geschehen. Na, Arthur, schmeckt's? Ein guter Service. Mhm. Im Cockpit alles okay? Mhm. Aye, aye, Sir. Unsere Flughöhe beträgt 29.000 Fuß. Und wir werden den Frankfurter Flughafen in 2 Stunden und 40 Minuten erreichen. Alles in Ordnung. Ist gut, Arthur. In 30 Minuten sind wir in der Luft. Dann wird einem erst gut zumute. So leicht. Und niemand kann einen aufhalten. Ja, Rose. Die Landung in New York ist doch viel beeindruckender als hier.
Hier muss man ja kaum warten, bis man Landegenehmigung kriegt. Den Landeanflug mache ich wieder im Cockpit mit. Hoffentlich kennst du den Captain. Auch einen von der Besatzung kenne ich bestimmt. Aber? Ach, ich mag kein Ginseng. So, es schützt dich und fördert die Konzentration. Aber gleich nach dem Start beginnen wir mit Geschichte. Wann war die deutsche Reichsgründung? Am 18. Januar 1871. Und wo? In Versailles. Warum eigentlich? Entschuldigung, Mrs. Peters. Der Abflug wurde aufgerufen. Darf ich Sie zum Ausgang bitten? Dankeschön, unser Flug. Komm, Versailles besprechen wir nachher. Mhm. So. Nun komm schön, Ave. Guten Tag, Miss Snyder. Haben Sie auf der 401 noch zwei Plätze frei? Für heute? Natürlich für heute. Oh, das geht leider nicht mehr. Da hätten Sie sehr viel früher kommen müssen. Hören Sie, wir sind in eine fürchterliche Verkehrsstauung geraten. Wir hatten schon den zweiten Aufruf. Die Maschine ist startbereit. Dann soll sie eben warten, bis wir drin sind. Also gut, ich sage Bescheid. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht noch. Ich werde auf alle Fälle einen Scheck ausschreiben. Gut. Hello, Snyder hier. I've two more passengers for you for 401. Yes, definitely. Well, it's Mrs. Peters. You're sending a bus? Okay, bye. Is this okay, Mrs. Peters? Mhm. Aber Arthur sieht schon recht müde aus. Wollen Sie nicht doch lieber erst morgen fliegen? Wollen Sie das bitte mir überlassen? Gewiss, Mrs. Peters, hier sind die Tickets. Hier ist der Scheck. Ich habe meine Gründe. Mein Sohn ist Sonderbotschafter und dauernd unterwegs. Er wünscht, Arthur zu sehen. Also, auf Wiedersehen. Und guten Flug. Möchten Sie noch etwas anderes, Mrs. Peters? Nein, danke, das genügt. Bitte schön. Danke Ihnen. Was darf ich Ihnen anbieten? Nichts, danke schön. Gar nichts? Nein, danke. Oh! Oh! Miss Lindhorst, bitte, bitte, ich. Ich weiß nicht. Oh, um Gottes Willen, Mrs. Peters. Oh, um Gottes Willen. Herr Steiner, Herr Steiner. Mrs. Peters. Um Gottes Willen, was ist passiert? Ist der Arzt an Bord? Ich versuche sofort einen zu bekommen. Mrs. Peters. Um Gottes Willen. Hören Sie, Mrs. Peters. Mrs. Peters. Ganz ruhig, bitte. Ist nur halb so schlimm. Moment, wir kommen gleich wieder. Tja, die Anstrengung war einfach zu viel für Sie. Schau mal, hier, das ist für dich. Danke. Wie oft seid ihr denn geflogen in den letzten Monaten? Dieser Flug, das war der 141. Das reicht ja wohl. Das hält ja nicht mal eine Besatzung aus. Wir fliegen aber sehr gern. Du, komm mal. Hm? Ja? Was hat Oma denn? Du, das wird dir der Arzt sagen. Sie ist völlig erschöpft. Sie muss bestimmt ein paar Wochen hierbleiben. Nein. Was erlauben Sie sich? Morgen bin ich wieder gesund. Aber Mrs. Peters... Was heißt morgen? In ein paar Stunden. Bringen Sie mich bitte sofort in ein Hotel. Mrs. Peters, in diesem Zustand nimmt sie kein Hotel auf.
Aber Arthur muss bei mir bleiben. Das wiederum wird die Flughafenklinik nicht zulassen. Können wir nicht zu seinem Vater bringen? Oder zu seiner Mutter? Nicht zu seiner Mutter. Ich habe den magischen Befehl, das nicht zuzulassen. Ich sorge für ihn. Ich muss ihn beschützen. Können Sie uns nicht die Adresse der Eltern sagen? Des Vaters? Nein. Das habe ich ja gleich gesagt, da stimmt was nicht. Sie entzieht das Kind ihren Eltern oder irgendeinem Elternteil. Wie kriegen wir das raus? Kindesentführung ist eine Sache für die weibliche Kriminalpolizei. Tja. Die werden ja wohl den Vater oder die Mutter erreichen. Ist unangenehm. Tja, aber was sein muss, rufen Sie doch mal an. Mhm. Weshalb haben Sie mich eigentlich mitgenommen? Sonst hätten Sie dich in ein Heim gebracht. Und das wäre also wirklich nicht das Richtige für dich. Hoffentlich erreichen Sie deine Eltern bald. Lange kannst du nicht hier bei mir bleiben. Deswegen? Ist ein paar Tage verreist. Aber auch sonst, ich habe doch Dienst. Und außerdem dürfte ich gar nicht. Das ist eine rechtliche Angelegenheit, weißt du? Rose ist bald wieder gesund. Würdest du denn bei deinem Vater bleiben? Klar, Dad ist prima, nur immer unterwegs. Und deine Mutter? Rose sagt, sie ist eine Hexe. Sag mal, hat dich deine Großmutter von deinen Eltern weggeholt? Ich meine heimlich, ohne ihre Erlaubnis. Wie können Sie sowas sagen? Ich frage ja nur. Wo ist denn dein Vater gerade? Und deine Mutter? Weiß ich nicht. Woanders. Lassen Sie mich zu Rose. Rose? Wer ist Rose? Meine Großmutter. Ach so. Tja, das geht im Augenblick nicht. Deine Großmutter ist sehr krank, weißt du. Hast du Bekannte hier? Nein. Wo wohnt denn dein Vater? In New York, aber da ist er fast nie. Weißt du seine Adresse? Na also. Hier. Das ist doch ein Anhaltspunkt. Damit werden wir ihn erreichen. Und was machen wir inzwischen mit dir? Verzeihung, sind Sie Mr. Peters? Ja, guten Tag. Reiners, wir haben miteinander telefoniert. Wo ist Arthur? Eine unserer Angestellten kümmert sich um ihn. Ist meine Frau schon hier? Nein, aber sie müsste eigentlich bald kommen. Bitte. Ich hatte von all dem keine Ahnung. Arthur hätte schon seit Monaten bei ihr sein müssen. Offenbar wollte das meine Mutter verhindern. Haben Sie sich denn nicht über das Ausbleiben meiner Nachricht gewundert? Ich meine, hätte Ihre Frau nicht geschrieben? Nein, wir haben keinen Kontakt miteinander. Tja, hier bitte, ich bringe Sie erstmal zur Airport-Klinik zu Ihrer Mutter. Monatelang in der Luft. Die Erde ist dreckig. Alles, was auf ihr geschieht, ist dreckig. Aber oben ist alles ruhig und gut. Du solltest Arthur doch nach Kopenhagen bringen. Zu Ellen? Das kannst du nicht von mir verlangen. Nach allem, was sie dir angetan hat? Angetan. Ich kann sie sehr gut verstehen. Ach. Ich bitte dich, sie ist ständig allein. Ich an ihrer Stelle hätte mich auch verlassen. Mit deinem Liebhaber? Na und? Sicher wird er mir nicht sehr sympathisch sein, aber ein Leben ohne Mann, das können wir von Ellen nicht verlangen. Und Arthur? Soll er vielleicht vom Freund deiner Frau erzogen werden? Wir hätten nie heiraten dürfen, geschweige denn ein Kind haben. Nein, Mutter, du kannst Ellen keinen Vorwurf machen. Du entschuldigst sie noch. Sie ist eine Hexe. Ach, Mutter. Ja, ich hätte es gleich wissen müssen, schon beim ersten Besuch. Sie trug ein giftgrünes Kleid. Das ist die Lieblingsfarbe der Hexen. Mutter. Ach, ich fühle mich schon viel besser. Ich werde mich bald um Arthur kümmern, nicht Ellen. Richard, wenn du mit ihr zusammentriffst, geh ruhig einmal dicht an sie heran, ganz nahe. Dann merkst du, dass sie nach Schwefel riecht. Guten Tag. Ja. Mein Name ist Reiners. Guten Tag, Nähefrau. Guten Tag. Wo haben Sie den Jungen? Guten Tag. Guten Tag.
Kommen Sie, nee, Frau. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ihr Junge ist in guter Obhut. Alles in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Okidoki. Ja, aber warum das alles? Gut, in New York kann sie nicht bleiben, weil sie nach Europa geschickt haben. In Kopenhagen will sie Arthur auch nicht abliefern. Aber sie hätten doch irgendwo bleiben können. In aller Ruhe. Monatelang. Stattdessen verfliegt sie ein Vermögen. Fliegt sich krank. Vielleicht sogar ums Leben. Wir haben eine Menge Sekten bei uns. Sie ist letztes Jahr in eine eingetreten, die durch Beschwörung das Böse aus der Welt vertreiben will. Tja, da haben sie auch eine Menge zu tun. Bei der Aufnahme muss eine unter Strom stehende magische Schachtel berührt werden, die Stromstöße durch den Körper schickt. Das gibt's wirklich? Ja, das hat sie wahrscheinlich zunehmend weltfremd, weltfeindlich gemacht. Mhm. Oben in der Luft muss sie sich wohl besser aufgehoben gefühlt haben. Jedenfalls ist keinem von Ihnen aufgefallen, dass die beiden weder zu Hause geblieben noch angekommen sind. Ich nahm an, Richard hätte sich's anders überlegt und Arthur in New York gelassen. Ich dachte, er sei längst bei Ellen. Sie verstehen, wir haben keine sonderlich engen Kontakte miteinander. Außerdem bin ich fast ständig unterwegs. Naja, wie auch immer. Mein Problem ist der Junge. Bei wem bleibt er? Er kann selbstverständlich bei uns bleiben. Es war ja auch vorher so abgemacht. Gewiss. Nicht wahr, Richard? In einem Jahr werde ich in der Zentrale arbeiten. Dann kann ich ihn wieder zu mir nehmen. Gut, Richard. Wenn Sie es dann noch wünschen. Ich hätte sehr gern ein Kind. Doch wir bekommen keins. Und ich finde Ada sehr sympathisch. Schon gut, Jürgen. Na ja, dann wäre ja alles geklärt, was mich betrifft. Ja, aber wann sagen wir ihm denn, dass seine Großmutter gestorben ist? Besser später, wenn er sich etwas eingewöhnt hat. So, jetzt ist es bald soweit, Herr Peters. Nein! Aber ich muss nach Caracas, Táchira, San Cristóbal. Wo soll ich dich da lassen? Ich will nicht zu denen. Nimm mich mit. Nein, das geht nicht. Es wird dir sehr gut gehen bei deiner Mutter und Herrn Madsen. Schau mal, sie hatten deinetwegen extra ihren Urlaub auf Mallorca unterbrochen. Hm? Herr Madsen hat dort ein schönes Haus mit einem Swimmingpool. Ihr fliegt jetzt gleich nach Palma. In 4 Wochen geht's nach Kopenhagen und dort kommst du auf eine amerikanische Schule. Ist das nicht schön? Nein. So, Arthur, komm. Nein, ich will nicht. Aber Arthur, du fliegst doch so gern. Ja, mit einer 707 oder mit einem Jumbojet. So eine kleine Maschine ist doch viel schöner. Aber nicht mit dir. Arthur. Wir werden schon gut miteinander auskommen, du wirst sehen. Aber Rose muss nachkommen. Ja, später, Arthur, später. Nun komm, bitte steig komm. Ein. Ich will nicht. So. Ich will nicht. Na komm jetzt, Arthur, komm. Na komm.